Kinder haben oft Angst vor dem Zahnarztbesuch, da sie das Gefahr ein Viertel heil haben, dass es schmerzhaft sein wird oder sie keine Kontrolle ein Viertel BER die Situation haben. Diese Angst kann zu einer langfristigen Abneigung gegen Zahnarztbesuche FA ein Viertel rennen, was wiederum zu schlechten Mundgesundheitsgewohnheiten und Problemen FA ein Viertel rennen kann. Als Eltern ist es wichtig, die Zahnarztangst ihres Kindes ernst zu nehmen und sie zu unterster ein Viertel ziehen, um sie zu A ein Viertel überwinden. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihrem Kind helfen können, die Zahnarztangst zu A ein Viertel überwinden. 1. Fra ein Viertelseitige und positive Einvereinviertelung in den Zahnarztbesuch. Es ist wichtig, Ihr Kind fra ein Viertelseitig an den Zahnarztbesuch zu gewahrnehmen, damit es sich an die Umgebung und die Abläufe gewahrnehmen kann. Beginnen Sie mit regelmäßigen Besuchen beim Zahnarzt, sobald die ersten Zahnzeichen erscheinen, auch wenn es nur um eine kurze Inspektion geht. Loben Sie Ihr Kind FA ein Viertel eher sein tapferes Verhalten und machen Sie den Zahnarztbesuch zu einer positiven Erfahrung. 2. Offene Kommunikation und Erklärungen. Sprechen Sie offen mit Ihrem Kind A ein Viertel BER den Zahnarztbesuch und erklären Sie, was während des Besuchs passieren wird. Vermeiden Sie es, Ihrem Kind Angst zu machen, indem Sie von schmerzhaften Erfahrungen oder unangenehmen Geräuschen sprechen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind versteht, dass der Zahnarzt da ist, um zu helfen und dass es wichtig ist, regelmäßig die Zähne zu pflegen. 3. Besuchen Sie kinderfreundliche Zahnarztpraxen. Wählen Sie eine Zahnarztpraxis, die auf die BDA-Einviertelfnisse von Kindern spezialisiert ist und eine kinderfreundliche Umgebung bietet. Viele Zahnärzte haben spezielle Techniken und Methoden, um Kindern die Angst vor dem Zahnarztbesuch zu nehmen, wie zum Beispiel Spielzeuge, Fernseher oder lustige Decken in den Behandlungsraumen. Eine positive und spielerische Atmosphäre kann dazu beitragen, die Angst Ihres Kindes zu reduzieren. 4. Rollenspiele und Visualisierungen. Machen Sie den Zahnarztbesuch zu einem Spiel, indem Sie mit Ihrem Kind Rollenspiele spielen, in denen Sie die Rolle des Zahnarztes A ein Viertel übernehmen und Ihr Kind den Patienten spielt. Verwenden Sie Spielzeugwerkzeuge wie eine Zahnbar ein Viertel RST oder einen Spiegel, um die Prozeduren des Zahnarztes nachzuspielen. Zeigen Sie positive Visualisierungen von einem stressfreien Zahnarztbesuch, um die Vorstellungskraft Ihres Kindes zu stimulieren. 5. Belohnungssysteme. Ermutigen Sie Ihr Kind, den Zahnarztbesuch als etwas Positives zu sehen, indem Sie ein Belohnungssystem einfach ein Viertel rennen. Versprechen Sie Ihrem Kind eine Belohnung, wie zum Beispiel ein kleines Geschenk oder eine besondere Aktivität, nachdem es den Zahnarztbesuch erfolgreich abgeschlossen hat. Loben Sie Ihr Kind FA ein Viertel eher sein mutiges Verhalten und ermutigen Sie es, weiterhin regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen. 6. Unterster ein Viertel Zung und Werster in den Yes. Zeigen Sie Ihrem Kind Empathie und Werster in den Yes FA ein Viertel eher seine ANGSD vor dem Zahnarztbesuch. Vermeiden Sie es, das Kind zu zwingen oder zu bestrafen, wenn es Angst zeigt. Harren Sie auf die Bedenken und Sorgen Ihres Kindes und ermutigen Sie es, A ein Viertel BER seine Gefahr ein Viertel Halle zu sprechen. Bieten Sie Ihrem Kind Ihre unterste ein Viertel Zung und Ermutigung an, um ihm dabei zu helfen, die Angst zu A ein Viertel überwinden. Insgesamt ist es wichtig, die Zahnarztangst Ihres Kindes ernst zu nehmen und es zu unterste ein Viertel ziehen, um sie zu A ein Viertel überwinden. Mit den richtigen Techniken und Methoden können Sie Ihrem Kind helfen, eine positive Einstellung zum Zahnarztbesuch zu entwickeln und die Mundgesundheit zu erhöhen. Durch offene Kommunikation, fra ein Viertelseitige Einvereinviertelung, kinderfreundliche Praxen und Belohnungssysteme können Sie die Zahnarztangst Ihres Kindes langfristig A ein Viertel überwinden und ihm dabei helfen, gesunde Zähne und ein strahlendes Lächeln zu bewahren.